was wir schon feststellen kann. Heute haben wir alles mit. Also heute sind wir zum kompletten Kriseneinsatz unterwegs. Also heute haben wir nichts daheim lassen, was wir nicht zwingend nicht brauchen. Also heute haben wir alles mit. Dann kann man sagen, der Schnee ist weg. Was man nur sagen kann? Guten Morgen. Boah, das war jetzt auch noch, bist du deppert. Hallo Enzo. Hi. Ein neuer Tag in der Wildnis. Heute einmal ein bisschen mit Schnee sogar. Diesmal so richtig. Also mit Schnee und auch mit allem anderen so richtig. Ja. Wie viel? Maschgepäck. Ich glaube, wir kommen auf über 50 Kilo auf jeden Fall. Ich bin jetzt auf 20 Knoppe. Mhm. Ich bringe auch noch einiges einpackt. Genau. Ja, Philipp also hat den Rest mit. Also so ein bisschen, was man jetzt ein wenig braucht. Wasser und das andere Klimpen. Ja, eigentlich habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr, gell? Ja, die kann mir rennen, da war was. Aber auf die 23 bin ich nicht ganz gekommen. Jetzt schauen wir mal, wie es mit dem aussieht. Was wir auch festgestellt haben, wir sind Stepper zum Packen. Wir haben jetzt noch 37 Videos von anderen Spezialisten angeschaut. Keine Ahnung, wo die das ganze Zeug mitnehmen. Die haben wenig genau das gleiche eingepackt wie mir, aber die haben wir anders packen. Die haben irgendwas anders. Die lassen dann die halben Sachen. Ich glaube auch. Ich glaube, dass die genau Wurstzeug eingepackt haben und weiß nicht. Ja, und nein, die zeigen die Winterausrüstung und nehmen die Sommerausrüstung. Wahrscheinlich irgendwie so, weil anders gibt es das gar nicht. Ich meine, wir packen ja schon, dass wir nicht mehr wissen, wohin. Ja. Und gerade halt, dass wir es reinbringen, weil Philipp hat auch etwas mit. Aber weniger geht nicht. Nein. Es geht nicht weniger. Gut, vorhin schaut es natürlich jetzt ein wenig wild aus, weil vorhin habe ich mein kleines Paket auch noch mit. Aber da sind nur die wichtigen Sachen drinnen. Irgendwas zum Essen und das, was man jetzt ein wenig braucht, ein Werkzeug. So, da werden wir mal Richtung Osten losstarten, dass wir vielleicht dann dort ein wenig einen Platz haben, wo wir morgen ein wenig einen Sonnenaufgang auch haben. Ja, drum. In diesem Sinne, see you at the club. Weg ist er. Hallo und so. Hi. Jetzt von oben. Nach einer etwas längeren Anreise durch die Pampa. Du meinst Aufstieg. Ja, ist ja das Gleiche. Anreise ist ja das Gleiche. Ja, Querbeet, also Querwald, wie man das also sagt, oder wie sagt man da eigentlich? Ja, Querwald. Querpampa. Ja, haben wir jetzt unseren Hotspot gefunden, also unser Übernachtungsplatz. Genau, weit und breit nichts, ja. Außer mir und Baum. Und Baum. Fichten. Um genau zu sein. Ja, es zieht ein wenig auf, es wird ein wenig kühler, darum schauen wir, dass wir relativ zügig da irgendwie was zusammenbringen. Weil ich darf heute mein Weihnachtsgeschenk aufstellen. Sehr klar. Wir haben zuerst November, aber wir dürfen schon Weihnachten feiern. So, ja. Wir haben auch den Weihnachtsbaum. Ich aber, ja. Das weiß meine Frau noch nicht. Ich habe eine Kerze mitgenommen und Lametta. Das hänge ich dann auf alle Bänder rundherum auf. Ja, das ist fest. Ja, das ist Weihnachtswilling pur, oder? Ja, die macht das Engel mit der Hafen ein wenig. Ja, das war cool. Ja, das war ganz cool.
Lager ist aufgebaut. Zumindest der Schlafplatz. Zu Sonnenuntergang fertig. Der Schatzl baut gerade eine Bankel zum Sitzen. Feuerholz zusammen. Ich habe die großen Prägeln, mein Schatz hat die kleinen. Einfach natürlich, einfach Holz. Holz. Wie geht das, Lil? Das Holz, Lil. Hab hier wieder so Holz gewonnen. Nein, und nicht Holz das. Wächst wieder nach. Durch richtiges Recycling. Wird aus Papier, Papier wieder so Holz gewonnen. Aus dem nimmer will es verharzen mir. Ja, schon her wird ja. Es wird finster. Brauchen wir, warte mal, so indirekt? Ja, genau, indirekt wird es arg. So, oder? Hallo und so. Ich muss ja, du druckst die letzte Zeit schon, weil es schon abblinkt. Alter. <Oder. lacht> Da ist ein Fisch. Schatz, da. Oder? Oh. Oh. Ja, oh. Das ist eh schon gestorben. So. Warte, indirekt. So, schau. Hallo und so. Da habe ich einen Matten. Hallo und so. Hallo. Heute ziemlich spanisch, im Superzelt. Ich habe in meinem nicht schlafen dürfen. Dafür habe ich jetzt ein Kraschlad neben mir. Wo habe ich das? Ja, ja, das also, habe ich bei, das die, das hab ich bei den Haxen. Na, wo habe ich denn das hier da jetzt? Achso, da. Jetzt schaut das sich ganz aus. Ich film dir weiter. Richtig. Muss man heller als Licht? Was? Braucht man heller als Licht? Nein. Warte, so. Okay. Ich mag aber das nicht, wenn ich mich nicht sehe. Ich muss da hinten drauf. Das ist aufwand. Mhm. Das ist aber gar nicht aufwand. Und weil da vorne Punkt ist, da. Jetzt liegen wir da. Hallo und so. Hallo. Zum zweiten Mal. Ja. Weit haben wir viel zu sagen. Wir haben jetzt eine kleine Nachtwanderung hinter uns. Wir sind, wie viele Schritte haben wir gegangen? 30. So ein bisschen mehr waren schon. Und das Ganze wieder nach oben auch, da bin ich kurz einmal wieder ein bisschen schützert worden. Du nicht? Nein. Dann mache ich was. Na gut, ich habe mein Gorehaus, mein Gorehaus nachgehabt. Frau ist ja angezogen, wir waren am Himalaya aufmarschiert. Ja, genau. Ich habe meine normale Hosen an, du jetzt auch. Geht ganz leicht. Ja, gegessen hätten wir auch gut. Unser Dreckfutter. Ja. Was hast du gehabt? Pasta Bolognese. Und ja, meins hat auch schon wie. Nicht diesmal, diesmal hat es nicht ausgeschaut wie. Gespeibert? Nicht gespeibert. Nein, da ist der nächste. Ja, lass uns mal sitzen, wenn ich jetzt Video mache. Meins hat halt nicht ausgeschaut wie gespeibert, sondern eher wie Durchfall. Man war jetzt, muss man jetzt fairerweise sagen, gegenüber vom letzten auch nicht zwingend gut.
Also, ja. Nein, das war voll gatschert. Die Nudel hat ausgeschaut wie Adrader Schraufen. Da war mehr Bolognese drinnen als Nudeln. Nein, das war nur die Soße und da sind ja drei Nudeln reingerutscht. Nein, mein Nudeltopf. Ich habe einen Jägertopf mit Rindfleisch gehabt und Hörnchennudeln. Nicht dran. Hm? Was man auch noch sagen kann, Schneeschmelzen, wenn man den Schnee in einen Hefen rein tut, einen Zaum drückt und dann anheizt, es dauert lang, bis das kocht. Also ich glaube, bei 30 Minuten oder bei 20 Minuten habe ich dann aufgehört. Gut, das ist dazwischen dann einmal das Feuer auch immer ein wenig kleiner, wo dann mal wieder ein wenig nachheizen müssen. Aber 20 Minuten, da tierst du vorher. Und jetzt liegen wir in mein Weihnachtsgeschenk. Wir sagen trotzdem immer wieder Huber-Buber, weil das klingt einfach besser. Nein, es ist unser Huber-Buber-Zelt. Ihres. Mein Huber-Buber-Zelt steht da draußen. Das ist aber kein Huber-Buber-Zelt, weil meins ist ein Huber-Buber-Plane. Hm? In Tarnform gehalten. Ja. Sage ich euch morgen. Genau. War lässig zum Schlafen. Und viel einfacher zum Aufbauen. Ja, und es ist, wie spät ist es überhaupt? 6? Halb 8. Halber 7 ist es. Genau, halber 7 ist es. Wenn der Zager kurz vorm 8 ist, ist das so. Immerhin ist schon mittlerweile halber 8, weil wir sind gesessen, 5 Uhr war stockfinster, haben wir uns gedacht, scheiß mir auch, was tun wir heute noch? Jetzt liegen wir im Bett und. Jetzt liegen wir im Bett und. Schauen die Weberknechte zu beim Umeinanderkreien. Ja, und sammeln ein bisschen Weberknechte. Das Geile ist, nicht wir. Weil die Wirform ist da jetzt nicht die richtige Frau, die duckt sie, wenn da oder zum Beispiel zu einer sitzen darf. Das ist zu blöd. Ja. Zumindest können wir heute viel Stunden schlafen, Schlaf nachholen. Das ist nicht gesagt. Ja, das stimmt. Ich muss mich rein. Naja. Dann hoffen wir, also ich hoffe zumindest, dass morgen beim Frühstück die Sonne rauskommt. Also das war natürlich schon voll, voll Glas. Und dass wir überhaupt den Sonnenaufgang, dass wir was sehen. Weil wir wissen nicht, ob es bewölkt ist. Jetzt willst du rausstehen. Ja, aber wir müssen den Wecker stellen. Dass wir für was genau? Sonnenaufgang. Ja, wenn es hell wird, gleichzeitig durchs Huber-Buber rein. Nein, den müssen wir fotografieren. Genau. Echt? Ja. Ja. Das mein erklärtes Ziel ist morgen Brot backen in der Früh. Ja, wir Frühstücksbrot backen machen. Brot. Also, er backt Brot. Ich schaue zu. Genau. Und begrüßt dann, dann wann wieder was. Das ist anders, das ist kein Brot. Nein, ich schmier dann das Marmelade drauf. Das ist okay. Ja immerhin bitter. Ja, für die wahrscheinlich, ja. Du wolltest keins. Richtig. Du magst nichts Süßes, du magst eher. Ja, ich habe mir über meine eigenen Regeln rein. Ja, genau. Ja, jetzt schauen wir. Achso, ja, wir haben Wildschweinspuren gesehen. Also wir hoffen nicht, dass also Wildschweinspuren stimmt jetzt nicht. Nein, eigentlich stimmt nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber dort, wo sie mit der Nase umrühren und Futter suchen. So was haben wir gefunden, ganz gewaltig viel. Nein, jetzt hoffen wir nicht, dass die heute da in der Nacht wurscht. Anklopfen. Mach nix. Wir sind gewappnet. Können kommen. Und alles andere auch. Philipp und Hector sind bereit. Hector? Hector, die Streitaxt. Machst du ja die Planer nicht hin? Zeitplaner nicht hin? Ja, bin ich eigentlich drauf. Ja, denke ich mir. Mhm. Wir aufpassen auf mein Weihnachtsgeschenk. So, redest du schon wieder zu viel? Ja. Wir überlegen einmal eine Runde. Genau. See you. Wir schauen jetzt einmal, vielleicht hören wir es in zwei Stunden. Und sonst ja, und leicht mich nicht an, wenn du wieder in zwei Stunden wieder wenn ziehst in der Kammer. Gute Nacht. Alter, druck einmal. Achso, wieder habe ich auf meiner. Hallo, Zo. Guten Morgen. Boah, das war jetzt auch noch, bist du deppert. Geschlafen habe ich überhaupt nichts um zwei. Hätte ich schon das erste Mal aufs Klo müssen. Ja, laut war es aber in Erinnerung. Eigentlich schon vorher hätte ich aufs Klo müssen. Ziemlich laut war es. Rühren gar überhaupt nicht mehr. Mein Kreuz auch überhaupt nicht. Dabei habe ich heute schon meine Becken, also meine Übelsein Mobilisierungsgymnastik gemacht, dass ich mich rühren kann. Ich habe Hunger. Was?
Mhm. Schaut, ja, der Schnee ist weg. Also, ein Schönheitspreis für ihn kommen damit. Bringen ihn mal an, der hat es abbringen. Es wird, glaube ich, original Outdoor-Hosenbämmerl Scheißdrückgrot. Ja, dann sollten wir saften einfach in Deo gegen heim. Also mit dem Brot bringen wir keinen Preis, das habe ich schon gesehen. Ich hab nicht den Ton so mit dem Scheiß drin. Ja, die kann die auch schon bauen, oder? Aber was ist denn das? Ja, unten geschmackig abbrennt und oben schmeckt nichts. Ja, mit Marmelade wird das nichts, das können wir sich so da rein haben, oder? Das kann man sich anschauen dann. Also wir denken sich die Marmelade dann dazu. Ja, kannst du scharf wieder, da bringst du wahrscheinlich nichts. Ja, also aus den Fladen ist nichts geworden. Dafür haben wir jetzt Brot, wie hast du gesagt? Schaßbämmerl oder? Reh-Scheißdreckbämmerl. So ist ganz. Ja, die Rehe, die dann anders. Das sind eher dann Gams. Nein, Beck. Also die Storbeck-Bämmerl. Normal sitzen wir als Erster beim Frühstück und dann bauen wir so, aber indem es jetzt so ordentlich ausgeschaut hat in der Früh, dass wir geglaubt haben, es kommt eh gleich wieder Schlederer, haben wir sich gedacht, wir bauen als Erster an. Also ich mache das Brot, Brotbacken des Schwarzes, der Rest war Kaiserschmarrn. So, das war unser Lagerplatz und der wird natürlich genauso verlassen, wie wir ihn aufgefunden haben. Ja, und das haben wir gerade erledigt. Wird nicht anders. Genau. Dann kam dies, nichts zurückgelassen, alle Papiere reingepackt. Alles passt. Und sind auf dem Marsch bereit. Hallo, so. Hallo, guten Morgen um 9:38 Uhr. Ja. Guten Morgen kann man nicht so sagen, weil abgebaut haben wir schon früher. Wir waren schon früher auf. Ja. Aber bis wir da so unseren Lagerplatz wieder genauso hinterlassen haben, wie wir vorgefunden haben, nämlich dass wir gar nicht da waren. Mhm. Hat ein bisschen gedauert. Genau. Ja, gekommen sind wir gestern, da war es noch winterlich. Genau. Heute in der Nacht hat es geschleudert wie Sau. Das heißt, der Föhnsturm hat durchgegriffen, Föhnregen und es ist alles, der Schnee ist weg. Schnee ist weg, kalt ist und Wind geht wie Sau. Findest du es kalt? Ja, finde ich kalt. Ich nicht, ich finde es richtig warm. Ja, ich meine, wenn ich angezogen bin wie im Himalaya. Himalaya, nein, die Jacken habe ich schon gewechselt. Ich habe schon von der fetten Daune auf die dünne gewechselt. Ich habe nämlich nur die dünne Windstopper. Ja, und ich habe auch eine dünne Hosen und nicht so. Ich habe auch nur lange Unterhosen und die Gore. Ja, die habe ich auch nicht. Ja, dafür habe ich nur die Gore Haut. Ja, die habe ich auch nicht. Ja. Ja, was kann man sonst noch sagen? Gefrühstückt haben wir nichts. Weil unser Brot, was wir ausprobiert haben, nicht so funktioniert hat. Das ist leider in die Binsen gegangen. Ja, ziemlich. Das frisst nicht mehr Reh, glaube ich. Ja, weil gesagt hätte ich weniger Brotgewürz, aber der Mann horcht ja nicht. Zieh fix. Der Brotbackmeister hat gesprochen. Mir dachte das immer, wenn man sich bemüht, dann sieht man genauso wie zwei Augen während dem Zaunbacken immer so zu dir umlusen da so und warten und wenn dann der Föhler kommt,
Das hätte ich aber gleich gesagt. Nein, das geht nicht. Ich hab nur das Brotgewürz angemerkt. Ja, und den Teig, das man zum Fladen knetet. Genau. Und dass das abbrennt ist und dass das überhaupt verkehrt ist. Aber keine Sorge, nichts mehr macht die Frau. Auf das bin ich gespannt. Mach ich. Da habe ich ja noch, was ein Germäne, dass das Ding aufgeht, dass die Pfanne hebt. Ja, das war ja nicht das Schlimmste. Gut. Ein Stück gut. So, ja. Nichtsdestotrotz, meine Frau redet ja schon wieder so viel über das Brot. Wir werden jetzt einmal aufbrechen, werden sie wo ein Glas Brot kaufen, glaube ich. Ja, zumindest haben wir das erste Winterbiwak gemacht und haben das Hauptthema ist Brot. Nein, interessant, oder? Was? Beim Winter? Ja, das erste Winterbiwak heuer und wir reden hauptsächlich über das Brot. Ja, wenn schnell kannst du nicht reden, wenn keiner da ist. Ja, das stimmt. Es war ein Herbstbiwak. Winterbiwak folgt. So, ich gehe einmal. Tschüss. Das heißt mir auch, ich komme eh nicht mehr auf. Oh, Schatz, ich komme nicht auf. Schatz, kommst du?